Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu meiner neuesten Naturkosmetik-Review. Nachdem das Format bei euch im vergangenen Spätsommer eigentlich ganz gut ankam, dachte ich mir, ich zeige euch nochmal in dem Video speziell die Naturkosmetik-Produkte, die ich in letzter Zeit getestet habe und sage euch so meine Meinung dazu. Ich weiß, dass ganz viele von euch sehr viel mehr Naturkosmetik sehen möchten. Ich benutze ja tatsächlich auch sehr viel Naturkosmetik. Also das, was ich mir persönlich privat kaufe, ist wirklich, würde ich sagen, so mindestens die Hälfte, wenn nicht sogar mehr Naturkosmetik, gerade im Pflegebereich. Ich habe heute, ich glaube, so zwischen 10 und 15 Pflegeprodukte dabei und sag euch jetzt dazu so meine Meinung, was ich davon halte. Das meiste davon kriegt ihr ganz easy peasy in der Drogerie. Der Rest ist auch einfach zu beschaffen und ja, ich hoffe, es ist interessant für euch. Lasst mir mal super gern in die Kommentare da, ob ihr das öfter sehen möchtet. Ich habe natürlich auch nur begrenzte Haut, wo ich die Produkte testen kann und ich habe jetzt tatsächlich für dieses Video 5 Bodylotions getestet, von denen in 4 jetzt noch was drin ist. Also bin ich da natürlich irgendwie auch beschränkt, weil ich muss die Produkte ja auch leer machen. Aber ist natürlich generell interessant, einfach von euch da Feedback zu bekommen. Starten wir los mit den Haarprodukten. Und da habe ich als erstes was für euch, was sich noch gar nicht so lange in meinen Beständen befindet. Ich glaube, ich habe es im Januar heute gezeigt. Und zwar ist es ein Shampoo von Sante. Ich habe jetzt innerhalb der letzten Monate in kurzer Folge 3 Shampoos getestet. Einmal das Glanzshampoo, das Feuchtigkeitsshampoo. Die haben mir beide gut gefallen, muss ich sagen. Und eine von euch hat mich dann auf die Idee gebracht, weil ich doch immer mal wieder Probleme mit der Kopfhaut habe, auch mal das Sensitiv-Shampoo von Sante zu testen. Das ist das Jeden-Tag-Shampoo, extra sensitiv, mit Aloe Vera und Bisabolol. Und ich fand es eine super gute Idee, weil ich kaufe mir sonst ganz oft aus diesen medizinischen Serien, also Isana Med, Balea Med, diese Shampoos. Aber es ist natürlich auch cool, dass es sowas einfach auch in der Naturkosmetik-Ecke gibt. Und ich muss sagen, nach einigen Anwendungen kann ich sagen, dass das bislang das Shampoo von Sante ist, das mir wirklich am besten gefällt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich die anderen schlecht fand. Ich hätte die vermutlich auch vielleicht nachgekauft. Aber ich muss jetzt einfach sagen, ich finde das nicht mal wegen dem Sensitivcharakter, sondern auch einfach wegen der Anwendung am besten. Ich finde, das schäumt nämlich super gut. Und das war so das, was ich bei den anderen Shampoos so ein bisschen vermisst habe, dass man dann gefühlt doch sehr viel Produkt gebraucht hat, bis die ganzen Haare benetzt waren. Das finde ich hier nicht so. Meine Kopfhaut ist noch nicht 100% gut damit, aber hat sich auf jeden Fall beruhigt. Ich glaube, dass meine Kopfhaut gerade auch so ein bisschen schwierig ist, hängt mit dem anderen Produkt zusammen auch und natürlich auch mit dem aktuellen Wetter. Und ja, ich habe jetzt mal zweimal so eine Olivenöl-Kopfhautkur gemacht über Nacht. Ich sah ganz großartig aus. Aber ja, also ist auf jeden Fall ein Shampoo, das ich jetzt gerne weiter testen würde. Und wenn sich meine Kopfhaut eigentlich beruhigt hat, möchte ich eigentlich gern bei festen Shampoos wieder ankommen. Aber für den Fall, dass es es nicht tut, würde ich das Sante Shampoo nachkaufen. Und jetzt kommen wir zu einem Produkt, das ich super, super spannend fand. Gleich als das auf den Markt kam, dachte ich mir so, Anna, das musst du ausprobieren, weil das ist das, worauf du eigentlich jetzt Jahre gewartet hast. Ich benutze ja sehr viel Trockenshampoo, einfach weil ich doch eher feinere, ja, ich glaube jetzt nicht wirklich feinere Haare habe, aber meine Haare sind halt am Tag 2 des Haarewaschens, kleben die schon am Kopf. Ist einfach so, muss ich mit leben und deswegen benutze ich sehr viel Trockenshampoo. Und mit diesen ganzen Metallflaschen habe ich mich immer sehr schlecht gefühlt. Und dann habe ich mir jetzt dieses Pulver-Trockenshampoo von Lush gekauft, das wirklich, wirklich sehr, sehr gut ist. Aber ich dachte mir, wenn sowas jetzt auch in der Drogerie auf den Markt kommt, probiere es natürlich auch. Und zwar gab es da was von Alterra. Alterra hat ein Trockenshampoo auf den Markt gebracht, das mit so einem Pumpkopf hier oben aufkommt. Das ist mit Bio-Zitronengras und Apfelminze. Und ich dachte mir, super cool, endlich eine Alternative, mit was man sprühen kann im Prinzip, aber was halt nicht aus Metall ist. Ich habe mich jetzt in letzter Zeit ein bisschen mit diesem Metallthema beschäftigt, ob das wirklich so viel schlechter ist als Plastik. Es ist tatsächlich so, dass nicht mehr so viel FCKW verwendet wird wie früher. Es sind trotzdem Treibgase enthalten und diese Metalldosen sind vor allen Dingen in der Herstellung aufwendiger als Plastik. Jetzt muss man natürlich sagen, dieses Plastik-Glas-Metall-Thema ist ein religiöses Thema meiner Meinung nach, weil es gibt Leute, die fragen jedes Mal unter einem Produkt, das in Plastik verpackt ist, warum gibt es das nicht in Glas? Aber man muss einfach sagen, Glas hat auch totale Nachteile. Also ich glaube, da eine einfache Lösung zu suchen, wäre zu viel verlangt, weil Glas auf dem Transportweg teilweise sehr viel mehr Energie verbraucht. Ist auch egal, jetzt komme ich in dieses Verpackungsthema. Kommen wir zu diesem Trockenshampoo. Ich würde es gerne besser finden, weil das Problem ist, ich mache das jetzt mal exemplarisch, ich stäub hier einmal in die Luft, jetzt habt ihr es gesehen,
und da verteilt sich dieses Pulver. Und wenn man in dem Moment einatmet, muss man immer husten. Und das passiert mir tatsächlich mit dem Lush-Trockenshampoo nicht so, dadurch, dass ich das wirklich aus der Hand in den Ansatz verteile und eben nicht mein ganzes, jetzt habe ich schon den Mund, Bart mit diesem Trockenshampoo einhebe. Ich finde es vom Trockenshampoo-Effekt an sich nicht so schlecht. Also es macht es auf jeden Fall, dass die Haare mattiert werden, so ein bisschen den Glanz rausnimmt. Aber ich muss auch sagen, ich gehöre zu den Trockenshampoo-Anwendern, die Trockenshampoo einföhnen. Das bedeutet, mir fällt es eh nicht so negativ auf mit dem weißen Schleier. Ja, ich finde aber die Anwendung trotz allem ein bisschen schwierig. Also gerade einfach mit diesem Rumgehuste. Ich finde, man kann es aber sehr schön dosiert auftragen. Es hat halt nicht diesen Effekt, was sonstige Metall-Trockenshampoos haben, dass die Haare davon so ein bisschen kühl und auch teilweise so ein bisschen feucht werden, je nachdem, wie nah man dran geht. Aber ich glaube, ich würde es nicht nachkaufen, weil ich das von Lush tatsächlich besser finde. Und einfach auch dieses Gestaube, ich habe immer noch das Gefühl, diese Staubpartikel fliegen hier rum gerade, besser finde. Ja. Trotzdem finde ich es cool, dass Alterra das gewagt hat. Es steht hier drauf 30 bis 40 Anwendungen. Das wäre natürlich schon cool, würde jetzt für mich so 2 bis 3 Monate langen. Da brauche ich bei diesem Metalltrockenshampoo öfter ein neueres, wenn ich das benutze. Aber ja, es riecht auf jeden Fall sehr gut. Das kann man ihm zugute halten, und falls ihr nicht so atemempfindlich seid, könnt ihr es mal ausprobieren. Ich bin gespannt, ob Alverde nachziehen wird oder ob Alterra da irgendwie was verändern wird, denn ich habe das Gefühl, dafür, dass das meiner Meinung nach eigentlich echt eine Innovation ist, wurde sehr wenig drüber geredet. Aber ja, gut. Jetzt habe ich sehr lange über das Trockenshampoo geredet. Es war aber auch ein Thema, das mich sehr beschäftigt hat. Kommen wir in den Bereich der Körperpflege, und da möchte ich euch als erstes ein Duschgel vorstellen, das ich mir tatsächlich, glaube ich, so selbst nie gekauft habe. Ich habe es geschenkt bekommen, und zwar ist es was von Weleda, die Zitrus-Erfrischungsdusche. Und ich muss sagen, Weleda ist für mich nicht so eine super ansprechende junge Marke. Also versteht es nicht falsch, natürlich macht Weleda tolle Produkte und man sollte Produkte auch nicht nach dem Äußeren bewerten, aber generell haben die doch eher so ein bisschen für mich so ein Reformhaus-Image. Versteht ihr? Wir hatten ja immer früher die Weleda Calendula Babycreme zu Hause. Aber ich finde es auf jeden Fall eine spannende Marke, und ich finde auch das meiste, was ich von Weleda ausprobiert habe, tatsächlich ganz gut. Ich finde auch diese Zitrus-Erfrischungsdusche gut. Erstmal muss man sagen, Leute, wenn ihr auf NIM 2 steht, dieses Duschgel riecht original wie NIM 2. Also man kann es nicht anders sagen. Und ich finde diesen Duft richtig schön, richtig belebend. Ich finde auch das Duschgel gut. Es ist aber kein Gel. Also ich rede hier eigentlich die ganze Zeit Mist. Sondern das ist so eine milchige Creme. Und das ist so die Sache, warum ich es mir vermutlich nicht nachkaufen würde. Weil ich es ganz gern mag, wenn ein Duschgel schäumt. Und das tut deshalb nicht. Sondern es ist eher so eine Duschcreme, die aber sehr schön pflegt, überhaupt nicht austrocknet. Und ja, ich finde, das kann man wirklich mal machen. Wenn ihr auf diese Duschcreme steht, ist das ein gutes Produkt. Vielleicht gucke ich mir da mal was anderes aus dieser Zitrus-Serie noch an. Hier hinten steht drauf, Feuchtigkeitslotion gibt es, Körperöl, Hand- und Nagelcreme. Nagelcreme. Und ein Deo. Ja, also ich würde es jetzt nicht nachkaufen, aber ich fand es als Produkt nicht schlecht. Und jetzt steigen wir ein in die 5 Bodylotions, die ich getestet habe. Ich zeige euch als erstes was ihr vielleicht schon in meinem Monatsrückblick vom Januar gesehen habt. Und zwar war das was aus dem Vegan Beauty Basket zu Weihnachten. Das ist von Cos Nature, die Körperbutter mit Tonkabohne und Karité-Butter. Und es war ein Monatsfavorit, kann man sagen. Einmal, weil es genial riecht. Ich stehe total auf Tonkabohne. Und es auch sehr, sehr günstig ist. Also für 2,99 €, das sind die anderen Bodylotions, die ich euch jetzt zeige, deutlich, deutlich teurer, ist es wirklich ein tolles Produkt. Es braucht ein bisschen, bis es einzieht. Es lässt sich aber ganz gut verteilen. Der Duft bleibt da. Es ist jetzt nichts, was ich euch raten würde, wenn ihr wirklich super krass trockene Haut habt, sondern vielleicht eher so für mittlere Hauttypen, Pflegetypen. Aber trotz allem, ich muss jetzt endlich mal irgendwo hin, wo es Cos Nature gibt. Ich habe es immer noch nicht geschafft, aber ja, also es gibt es ja vor allen Dingen in Lebensmittelgeschäften, und da ist man ja doch irgendwie immer so ein bisschen abhängig davon, wo man eigentlich dann hinkommt, und ich fahre jetzt nicht 3 Kilometer zu Kaufland, versteht ihr, wie ich meine? Ja, aber würde ich euch auf jeden Fall weiterempfehlen. Machen wir weiter mit den nächsten Bodyprodukten. Was ich schon ein bisschen länger her getestet habe, ist was von Hey Organic. Hey Organic ist ja eine Marke, die ich auch sehr sympathisch finde und wirklich auch schon eigentlich echt unterstütze, seit sie auf dem Markt sind. Ich habe teilweise schon sehr viele Produkte fürs Gesicht ausprobiert, habe auch noch Shampoo und Spülung hier rumstehen. Und das ist jetzt die Body Cream, The Moisturizer. Die bestechen ja alle durch diese Kaktus-Ingredienzien. Und
diese Bodycream habe ich mir, glaube ich, online bestellt. Ups, jetzt fällt sie mir gleich aus der Hand. Dieser Kaktusduft ist sehr frisch. Also ich mag den gerne. Ich möchte auch gerne so riechen, muss ich ehrlich sagen. So riechen alle Produkte von denen. Und die Bodycream, würde ich sagen, würde ich mir, glaube ich, nicht nachkaufen. Einfach, weil ich fand, dass sie doch sehr schwer zu verteilen war. Also das ist was, was auf den ersten Moment sehr reichhaltig wirkt. Dementsprechend dachte ich mir so, okay, wenn es dann nicht ganz so gut zu verteilen ist, ist nicht schlimm. Aber ich muss sagen, es ist jetzt nicht so die nachhaltige, krasse Pflegewirkung, dass ich jetzt immer noch so nach so 3 Stunden über meinen Arm gegangen bin und mir dann so dachte, okay, Anna, heute hast du dich gut eingecremt. Also das erwarte ich, hätte ich im ersten Moment von der Konsistenz erwartet. Kein schlechtes Produkt, aber andere, die ich euch jetzt zeige, fand ich besser. Auch ein Produkt, das ich nicht unbedingt nachkaufen würde, auch des Preises wegen, ist tatsächlich wieder was von Weleda. Ich bin ja tatsächlich total angetriggert von dieser Skinfood-Serie. Da haben sie ja diese Bodybutter auf den Markt gebracht. Ich glaube, es gibt was für die Lippen. Es gibt eine leichtere und eine schwerere Gesichtscreme. Und das hat mich vom ersten Moment an, als sie das auf den Markt gemacht haben, hat mich das angezogen. Weil ich aber so viel Gesichtscreme habe, dachte ich, ich teste als erstes mal die Bodybutter. So sieht das gute Stück aus, hat eben dieses charakteristische grüne Skinfood-Design. Und das ist wirklich tatsächlich das Produkt, das am festesten ist von denen, das ich euch jetzt getestet habe. Es hat wirklich Ähnlichkeit mit einer Butter, muss man sagen. Ich finde, es pflegt auch ganz gut, aber es ist sehr klebrig. Das muss man einfach wissen. Ich finde den Duft... es ist sowas Zitrisches, Kräuteriges, aber also ich finde den Duft schon gut, aber ich finde, es gibt bessere Düfte, bin ich ganz ehrlich. Ja, und diese Bodybutter kostet dafür, wie viel man kriegt, also hier sind 150 Milliliter enthalten, was eigentlich jetzt nicht so viel ist, kostet sie 14 Euro. Da würde ich mir eher die Coast Nature nachkaufen, bin ich ganz ehrlich. Das hat die festere Konsistenz, pflegt vielleicht auch einen Ticken besser als die Coast Nature, aber mir war die Klebrigkeit und die Verteilarbeit einfach irgendwie zu anstrengend. Und ganz zum Schluss im Bodylotion-Vergleich treten noch 2 Produkte von I+M Berlin an. Ein Produkt, das hatte ich aus einer Sonderbox von der Fairy Box, von der Charity Box, die gab es im vergangenen Sommer. Und zwar ist es die Körperlotion 1000 Schön. Die habe ich jetzt wirklich auch sehr lang getestet. Ich glaube, ich bin mittlerweile so hier. Mit Gänseblümchen und Sonnenhut. Und ich muss sagen, das ist ein Produkt, das es definitiv in mein Herz geschafft hat. Ich würde dieses Produkt auf keinen Fall jemandem empfehlen, der wirklich trockene Haut hat. Weil das ist eine ultra, ultra leichte Textur. Also das ist wirklich was, das tragt dir auf und es ist sofort weg. Also sofort eingezogen. Es hat schon einen leichten Pflegeeffekt, aber jetzt halt nicht sowas, was man mit so Körperbuttern vergleichen kann. Ich muss sagen, ich liebe dieses Produkt aber, wenn es morgens schnell gehen muss, weil man hat sich ungefähr innerhalb von 30 Sekunden eingecremt und kann sich sofort anziehen, auch wenn man, ich trage ganz viele Strumpfhosen oder eben halt auch enge Jeans und hat damit überhaupt kein Problem. Es ist überhaupt nicht klebrig und ich muss sagen, der Duft, also ich weiß nicht, wie Gänseblümchen und Sonnenhut als Kombi riechen sollen, aber für mich riecht es einfach wie flüssiges Müsli. Ich weiß auch nicht, ich habe immer, wenn ich das rieche, habe ich so eine Müsli-Assoziation. Ja, so ein bisschen nach Hafer. Aber ich muss sagen, ich finde es für den Zweck richtig gut. Also wenn ihr sowas sucht, was super schnell weg ist, was leicht pflegt, die perfekte Bodylotion für euch. I+M ist auch einfach für 14 Euro ein bisschen teurer. Aber ich fand es echt eine Sache. So ein Körperpflegeprodukt habe ich noch nie gesehen, bin ich ganz ehrlich. Und das andere ist eigentlich das krasse Gegenteil dazu. Das habe ich tatsächlich bei TK Maxx ergattert. Sonst hätte ich mir das vermutlich nie gekauft, weil eine... Bodylotion 200 Milliliter, also ein Body Mousse für 20 Euro, ist mir jetzt persönlich ein bisschen zu teurer. Ich habe es aber bei TK Maxx für 7 Euro bekommen. Und zwar ist es die Madame Inge Body Mousse. Und Madame Inge, das ist zurückzuführen auf die Gründerin von I+M. Ich glaube, die heißt Inge Stamm, wenn ich mich nicht alles täusche. Und zwar ist es die Body Mousse sahnige Körpercreme mit Argan und Zedernuss. Erstmal, diese Bodybutter riecht betörend. Man kann es nicht wirklich anders sagen. Es ist so, es hat wirklich sowas von Vanille leicht, aber gleichzeitig auch so ein bisschen pudrig, sehr angenehm. Und ich muss sagen, ich habe dieses Produkt das erste Mal verwendet und dachte mir so, krass, Mann. Das ist eine, also das lässt sich so gut verteilen. Ich finde so, sahnig trifft es vielleicht nicht. Es ist nicht so butterartig, also die von Weleda ist fester. Ich glaube, ich rede heute einfach 15 Minuten über Bodylotions. Es tut mir leid.
aber es ist unglaublich reichhaltig pflegend, es lässt sich sehr gut verteilen, es zieht sehr gut ein und man spürt wirklich, also wenn ich morgens eingecremt habe, spüre ich nachmittags noch den Effekt. Also das ist wirklich ein tolles Produkt. Der Tiegel ist hier übrigens auf Glas, was das Ganze sehr schwer macht und im Bad manchmal ein bisschen unhandlich. Aber ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich das benutzt habe, ich war wirklich überzeugt. Also generell hat mich keine dieser Bodylotions jetzt total oder Bodybuttern total enttäuscht. Ich glaube, es gibt für alles ein unterschiedliches Gebiet. Aber also wenn ich da irgendwann mal wieder günstiger rankomme, würde ich die auf jeden Fall wieder kaufen. Kommen wir in den Bereich der Gesichtspflege und da zeige ich euch auch nochmal schnell was auch in meinem Monatsrückblick zu sehen war, falls ihr den verpasst habt. Das ist etwas von Skin & Tonic London und zwar der Steam Clean. Das ist ein Reinigungsbalsam für normale und ölige Haut. Skin & Tonic kriegt ihr online bei Ecoverde, da bestelle ich sehr viele Naturkosmetikprodukte. Und zwar ist es so ein Balm, mit dem ihr euer Gesicht reinigt. Ich erkläre jetzt nicht ausführlich, wie eine Balmreinigung funktioniert, habe ich schon sehr oft gemacht. Ich habe ja sehr viel Erfahrung mit Yves Lom, Emma Hardy, Clinique gesammelt und wollte jetzt eben auch sowas aus der Naturkosmetik mal ausprobieren. Und muss sagen, es gefällt mir gut. Ich habe das Gefühl, ich brauche relativ viel Produkt davon, aber es entfernt auch wasserfeste Wimperntusche wirklich sehr, sehr gut. Also ich bin sehr zufrieden mit diesem Produkt. Einziger Knackpunkt ist für mich so ein bisschen der Preis. Also für 50 Milliliter 25 Euro hinzulegen. Ecoverde hat übrigens auch immer mal wieder Rabattaktionen. Also man hätte den euch auch für 17 oder so bestellen können. Ich gucke mal noch, ob ich vielleicht nicht aus diesem Segment noch was günstigeres finde. Aber er gefällt mir sehr gut. Er riecht sehr gut minzig. Er ist nicht vegan, weil Bienenwachs enthalten ist. Aber ansonsten kriegt man total die Pfefferminze raus. Ist es ein Produkt, das ich, wenn ich nichts anderes finde, auf jeden Fall wieder nachkaufen werde. Ich finde es gut. Ich finde auch gut, dass es diese Reinigungsbalms eben aus der Naturkosmetik gibt. Vielleicht gibt es da noch mehr, muss ich mich mal noch ein bisschen umgucken. Aber bis dahin benutze ich das auf jeden Fall gerne. Dann kommen wir zu zwei weiteren Produkten, die aber eher in den Bereich der Gesichtspflege gehen. Und zwar möchte ich euch zwei Hanfprodukte vorstellen. Hanf ist ja gerade allgegenwärtig in der Pflegeindustrie, überall, was auch immer man jetzt sonst über Hanf denken mag, finde ich persönlich Hanf als Öl ziemlich cool. Also ich habe schon mehrmals Produkte mit Hanföl verwendet und freue mich deswegen auch immer, wenn damit was enthalten ist. Das Einzige, was mir mit Hanf nicht gefallen hat, war so eine Creme aus der Look Fantastic Box. Die fand ich so ein bisschen wenig reichhaltig. Ich stelle euch ja als erstes das aus der Look Fantastic Box, nein, aus dem Vegan Beauty Basket vor. Das ist von der Marke You & Oil, der Beauty Shot. Davon gibt es mehrere. 100% Full Spectrum Hemp Extract, also Hanfextrakt. Diese Flasche ist schon leer. Und ich muss sagen, das ist tatsächlich ein Produkt, das mir nicht gefallen hat. Ich kann nicht genau nachvollziehen, was das Problem ist. Ich habe nämlich ja schon mehrmals Hanföle verwendet und Hanföl ist ja gerade dafür bekannt, dass es ein sehr gut pflegendes Öl ist, wenn man jetzt eher eine ölige oder eine unreine Haut hat. Und ich fand dieses Produkt sehr fest. Und was ich an den anderen Hanfölen bislang, zum Beispiel das von Oils of Heaven, was ich sehr gern verwende, immer gut fand, war, dass ich das Gefühl habe, das ist so ja deutlich flüssiger jetzt zum Beispiel als Olivenöl. Da unter Olivenöl könnt sich ja alle was vorstellen. Da hatte ich eher so das Gefühl, ich tue mir Olivenöl aufs Gesicht. Und ich fand auch, ehrlich gesagt, den Duft so ein bisschen merkwürdig. Ja, es ist kein sehr günstiges Produkt. Ich würde es nicht nachkaufen. Es gab übrigens zwei Anwendungsmöglichkeiten. Entweder man mischt sich das tropfenweise in die Gesichtspflege oder man geht gleich in die Vollen und probiert es auf dem ganzen Gesicht aus, eben als Öl. Ich habe beides probiert und muss sagen, würde ich nicht nachkaufen. Ist dafür auch nicht besonders günstig. Also 10 Milliliter von diesem Hemp Extract kosten, ich blende es euch ein. Also ihr werdet sehen, ich finde es gerade auf meinem Zettel nicht. Ja, und das andere Hanfprodukt gibt es tatsächlich in der Drogerie. Es ist etwas von Bio Vegan Skin Food. Bio Vegan Skin Food ist ja eine Marke, die supporte ich, seit sie auf dem Markt sind. Die kam, glaube ich, 2017 raus. Ich habe die auf meiner ersten Glow gesehen und habe dann, ich glaube, die sind mit 3 Pflegelinien auf den Markt gekommen. Ich war dann erst bei der Acai-Serie. Muss sagen, dass mir die mittlerweile nicht mehr ganz so gut gefällt im Vergleich. Bin dann gewandert zur Papaya-Serie, die mir sehr gut gefällt. Benutze ich auch aktuell noch die Tagescreme. Und ich
habe davon auch ganz schon viele von den Tuchmasken ausgetestet und verfolgt es sehr, sehr intensiv, was die machen. Und war deswegen auf die Hanfserie eben sehr gespannt. Die Hanfserie beinhaltet tatsächlich nur zwei Produkte. Einmal das Ölserum, das ich jetzt hier habe, und eine 24-Stunden-Pflege. Hab noch sehr viel Gesichtscreme, habe ich euch ja erzählt. Dementsprechend habe ich erstmal auf dieses Ölserum zurückgegriffen, das ich mir übrigens mit Payback-Punkten erkauft habe, worüber ich immer noch sehr stolz bin. Ich habe das in dem Video gezeigt und habe dann auch so gleich so meine Bedenken geäußert. Ölserum, wann trägt man das jetzt am besten auf? Und habe dann gleich von vielen gehört, ja, benutze es halt wie ein Serum. Und ich war trotzdem noch skeptisch und habe es mal als Serum ausprobiert. Man kann es morgens und abends nutzen. Und ich muss sagen, ich habe mit diesem Produkt, es ist gut, aber ich habe ein Anwendungsproblem. Weil, wenn ich das unter meiner Tages- oder Nachtpflege auftrage, habe ich das Gefühl, von dieser Nachtpflege kommt gar nichts mehr an. Das liegt dann nur noch oben drüber, weil das ist schon sehr, sehr ölig. Also es ist deutlich flüssiger als jetzt zum Beispiel das hier, das ich euch gerade gezeigt habe. Aber ich finde jetzt nicht mehr viel flüssiger als jetzt die Hanföle, die ich sonst verwende. Und ich glänze damit tagsüber brutal. Also es ist wirklich nichts für Leute mit öliger Haut, weil das Öl, der Ölserum einfach nicht einzieht. Also es liegt halt wie ein Öl, nur sehr, es liegt halt teilweise einfach auf der Haut. Ich habe tatsächlich in Wien auch nochmal mit jemandem von BioVegan Skinfood gesprochen. Die haben gesagt, man kann es so verwenden. Ich habe es jetzt einfach als Nachtöl verwendet. Ich bin gerade noch am Experimentieren, ob ich das vor oder nach meiner Nachtcreme auftrage. Generell muss man sagen, jeder soll die Produkte so benutzen, wie es einem passt, wie es für einen funktioniert. Vielleicht funktioniert für viele Leute diese Serumanwendung, aber für mich tut's definitiv nicht. Also ich habe am Anfang, dachte ich mir auch immer so, es sieht irgendwie aus, als hätte ich gar nichts verwendet, gell? Aber ich habe am Anfang einmal so eine richtig volle Pipette genommen und das war viel zu viel. Und danach habe ich es nur noch so tröpfchenweise gemacht. Und dann war es gut. Generell gibt es ja zu Produkten verschiedene Meinungen, zur Anwendung verschiedene Meinungen. Aber ich finde immer, Kosmetik ist eigentlich kein so dramatisches Thema, dass man da anderen Leuten seine Meinung aufoktroyieren muss. Deswegen seid gern anderer Meinung. Es funktioniert halt für jeden anders, muss man einfach so sagen. Genau, ich werde es gern weiter verwenden. Es riecht gut, es ist ein gutes Produkt. Aber kennt ihr das, dass es einfach Produkte gibt, wo man so eine in seiner Routine so, die man nicht so weiß, wie man sie 100% da jetzt reinpacken soll? Damit geht's mir hier so, auf jeden Fall. Und zu guter Letzt habe ich nochmal drei Produkte von I+M für euch. Einmal eine Sache, von der ich mich tatsächlich gefragt habe, ob ich die noch nie gezeigt habe, aber offenbar noch nicht. Und zwar ist es ein Lippenbalsam. Das ist die Pure Lip Care von I+M, die tatsächlich auch ein Fairtrade-Siegel hat, was ich gerade sehe. Mit Bio-Kakaobutter und Bio-Shea-Butter. Der ist komplett aus recyceltem Plastik gemacht. Also der Boden und der Deckel. Ist natürlich wie alles von I+M Kosmos zertifiziert, vegan und cruelty free. Und so sieht dieser Pflegestift aus und den benutze ich momentan teilweise nachts als Lippenpflege und muss sagen, er ist sehr gut. Ich mag ihn gerne. Falls ihr also auf der Suche seid nach einem guten Lippenpflegestift im Naturkosmetikbereich, ich finde es generell so ein bisschen schwierig. Ich probiere gerade noch so einen von Labello leer zu machen und dann denke ich mir so, boah, also Palmöl an der Lippe, also so, nee, nicht Palmöl, sondern Erdöl, meine ich. Nicht jetzt so mega genial, meiner Meinung nach. Deswegen finde ich es immer sehr schön. Ich mag ja die Dr. Bronner's Lippenpflegen total gerne. Aber muss auch sagen, ich finde den richtig, richtig gut und wäre auch ein Produkt, das ich auf jeden Fall nachkaufen würde, wenn ich irgendwann mal in 40 Jahren keine Lippenpflege mehr habe. Dann vielleicht, aber bis dahin bin ich ja noch gesegnet. Genau, und ganz zum Schluss habe ich noch zwei Gesichtspflegeprodukte von euch aus der Phytobalance-Serie von I+M. Die hatte ich jetzt tatsächlich schon sehr lang bei mir rumliegen. Und zwar haben wir da einmal das ausgleichende Fluid und einmal die ausgleichende Creme. Die sind beide mit Tonerde und Hyaluron, beziehungsweise Tonerde und Aloe Vera. Und das ist eben einmal ein Fluid, das habe ich aufgetragen, bevor ich eben die Creme aufgetragen habe. Die haben beide so einen Anti-Blue-Light-Schutz. Das bedeutet, wenn man viel vor dem Bildschirm sitzt, was ich momentan sehr viel tue, dann soll eben auch dieses blaue Licht so ein bisschen abgefangen werden, weil man noch nicht so genau weiß, glaube ich, was das eigentlich für Auswirkungen auf die Haut hat. Ja, war jetzt kein Thema, über das ich mir permanent Gedanken mache, aber damit wird hier auf jeden Fall geworben. So, wie fand ich jetzt diese Produkte, die ja speziell eigentlich auch für meinen Hauttyp gemacht sind? Ich muss sagen, ich fand dieses Fluid ziemlich gut. Es steht hinten drauf,
Es soll astringierend, porenverfeinernd, entzündungshemmend wirken, schützt vor Hautschäden, genau, wirken Trockenheit entgegen. Ich muss sagen, ich fand das Serum besser als die Creme. Das Serum mattiert nämlich einfach sehr schön. Also ich finde, das ist was, was jetzt nicht extraordinär viel Feuchtigkeit spendet, aber trotz allem so hab's Gefühl, es bringt meine Haut ganz gut ins Gleichgewicht. Die Creme dagegen, muss ich ehrlich sagen, danach schwand meine Haut. Also das ist für mich momentan nicht genug Pflege. Es kann sein, dass ich dazu vielleicht im Sommer wieder anders stehe, aber aktuell ist das was, wo ich mir danach manchmal so denke, so Haut anspannen, alles spannt irgendwie. Ich hätte es gern besser gefunden, aber ich muss wirklich sagen, also nachkaufen würde ich es mir aktuell nicht. Definitiv nicht. Also ich habe jetzt auch noch eine Menge drin, sind ja 30 Milliliter. Und man kann natürlich sagen, klar, wenn was mattieren soll, kann es vielleicht nur bedingt Feuchtigkeit spenden, aber es gibt ja auch mattierende Produkte, mit denen man nicht total austrocknet und umgekehrt auch feuchtigkeitsspendende Produkte, mit denen man nicht total glänzt. Von daher, Fluid ja, Creme eher nein. Und das war es jetzt auch mit dieser Review. Es tut mir mega leid, wenn ich lang und ausführlich geredet habe und wenn ich mich manchmal irgendwie verzettelt habe. Ich bin ziemlich dehydriert, ich muss jetzt gleich dringend mal was trinken. Auf jeden Fall hoffe ich natürlich, dass es für euch interessant war, für alle Naturkosmetik-Fans über euch, unter euch. Und ja, ich glaube, es waren Produkte dabei, die ganz interessant sind und die man auch leicht bekommen kann. Schreibt mir super gerne mal in die Kommentare, falls ihr Erfahrungen mit einem der Produkte gemacht habt, gleiche oder andere. Oder was ihr mir sonst noch so empfehlen könnt, würde mich natürlich auch sehr freuen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn es weitergeht. Ich glaube, ich werde jetzt die nächste Ausgabe von Naturkosmetik Review, wird es erstmal wieder um Masken gehen, weil ich da jetzt einiges angehäuft habe, wo mich auch tatsächlich mal der direkte Vergleich interessiert. Und ja, falls ihr Fragen habt, irgendwas offen geblieben ist, schreibt mir einen Kommentar, gebt gerne einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da, alles, was ihr so machen wollt. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Vielen Dank, dass ihr auch jetzt bis zum Ende geschaut habt. Ich hoffe, es war nicht so konfus. Und ich verabschiede mich jetzt von euch, wünsche euch alles Liebe und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!